Das Orgelporträt. Die Röverorgel in Altenbeichlingen. Altenbeichlingen ist ein Ortsteil von Kölleda im thüringischen Landkreis Sömmerda. Das einstige Pfarrkirchdorf liegt zwischen Heldrungen und Kölleda südwestlich der Schmücke. Im Pfarralmanach der Provinz Sachsen von 1903 lesen wir Folgendes. Altenbeichlingen bei Kölleda, Rittergut, Provinzialgesangbuch, Orgel, Schule, 315 Seelen. Patron Graf Hans von Werthern, königlicher Regierungsassessor auf Schloss Beichlingen. Kirchenordnung Kursachsen. Der Ort wurde 1154 erstmals urkundlich genannt. Bis 1848 gehörte Altenbeichlingen zum Patrimonialgericht Beichlingen im preußischen Landkreis Eckartsberga und war auch sonst sehr eng mit der früheren Grafschaft Beichlingen verbunden, die sich seit dem 16. Jahrhundert im Besitz der Familie von Werthern befand. 2019 wurde die Gemeinde Beichlingen mit ihren Ortsteilen in die Stadt Kölleda eingemeindet. Von weitem bereits grüßt die prachtvolle neugotische St. Bonifatiuskirche die Besucher des Dorfes. Zusammen mit der Turmholländer Windmühle ist sie das Wahrzeichen von Altenbeichlingen. Sie wurde in den Jahren 1897 bis 1898 nach Plänen des Hallenser Architekten Friedrich Faro errichtet, nach denen bereits 5 Jahre zuvor die Lutherkirche in Bad Kösen erbaut worden war. Prachtvoll ausgestattet und im Äußeren wie im Inneren so gut wie unverändert erhalten, ist sie ein wertvolles und selten gewordenes Zeugnis des Historismus. Das gilt auch für die Orgel, die zum Abschluss des Kirchenbaues 1898 von Ernst Röver aus Haus Neindorf eingebaut wurde. Zu Beginn erklang das Choralpräludium »Wachet auf, ruft uns die Stimme« von Friedrich Gernsheim. Der 1839 in Worms geborene Gernsheim war ein enger Freund von Johannes Brahms und wirkte in Köln, Berlin und Rotterdam. Es folgt eine Choralbearbeitung über das als Bestandteil des großen Zapfenstreichs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts populär gewordene Lied »Ich bete an die Macht der Liebe«. Komponist ist der 1872 in Königstein an der Elbe geborene Camillo Schumann, seit 1896 großherzoglich-sächsischer Musikdirektor und Hoforganist zu Eisenach. Thank you.
Stammvater der Orgelbauerfamilie Röver war der 1812 geborene Johann Hinrich Röver. Er hatte seine Werkstatt in Stade an der Niederelbe, die er ab 1881 gemeinsam mit seinen beiden Söhnen Heinrich und Ernst führte. Der jüngere der beiden Brüder, Friedrich Wilhelm Ernst Röver, auf den wir uns im Folgenden konzentrieren wollen, wurde 1857 geboren und erlernte den Orgelbau natürlich in der väterlichen Werkstatt. 1884 starb in Haus Neiendorf im Harz der Orgelbauer Emil Räubke. Wie Röver hatte sich dieser zuvor intensiv mit der Kastenlade sowie der pneumatischen Traktur beschäftigt, und so ergab sich für Ernst Röver die Möglichkeit, sich nicht nur mit einer eigenen Werkstatt in Haus Neiendorf selbstständig zu machen, sondern auch vom nicht geringen technischen Know-how Räubkes zu profitieren. 1886 schied Ernst Röver endgültig aus dem Familienunternehmen in Stade aus und konzentrierte sich fortan auf die Werkstatt in Haus Neiendorf, die in der Folgezeit einen starken Aufschwung erlebte. 1890 wurden eine große Fertigungshalle und ein zweigeschossiger Orgelsaal fertiggestellt. Ernst Röver verwendete zeitlebens die von ihm maßgeblich konstruierte Kastenlade. Die Ansteuerung dieser kanzellenlosen Windlade erfolgte über pneumatische Trakturen nach dem sogenannten Abstromprinzip. Dieses Abstromprinzip arbeitet wesentlich präziser als das herkömmliche Zustromprinzip, sodass die bei pneumatischen Trakturen üblichen Tonverzögerungen auf ein fast unhörbares Minimum reduziert sind. In den 35 Jahren seines Wirkens in Haus Neiendorf bis 1919 entstanden mehr als 200 Neubauten. Spätestens ab 1893 wurden jährlich 5 und ab 1911 je 10 Instrumente pro Jahr gebaut. Nach 1911 ging die Produktion stark zurück. Die Werkstatt verlagerte sich auf den Bau von motorisierten Flugzeugen und funkgesteuerten Torpedos für die Rüstungsindustrie. Ernst Röver verwendete stets hochwertige Materialien und erreichte mit seinen sorgfältig erprobten Eigenentwicklungen eine hohe Funktionssicherheit und Störunanfälligkeit. Die größte je von Ernst Röver gebaute Orgel mit 3 Manualen und 101 Registern entstand 1891 für die Hamburger Nikolaikirche. Sie wurde 1943 zerstört. Auch seine andere Großorgel im Dom zu Magdeburg, die über 100 Register verfügte, überstand, wie viele andere seiner Werke, den Zweiten Weltkrieg nicht. Von den überwiegend kleineren bis mittelgroßen Instrumenten seiner Werkstatt, die in der Mehrzahl im heutigen Bundesland Sachsen-Anhalt stehen, sind jedoch eine ganze Reihe erhalten. Leicht umdisponiert, aber dennoch in weiten Teilen etwa seine 1888 mit 52 Stimmen erbaute Orgel in der Marktkirche zu Quedlinburg. Dann die 1902 vollendete Orgel mit 30 Registern in der Stadtkirche zu Wandsleben in der Börde oder das 1907 fertiggestellte Instrument mit ebenfalls 52 Registern in der St. Stephanie-Kirche zu Aschersleben, um nur 3 Beispiele zu nennen. Thank you.
Die 1898 fertiggestellte Orgel in Altenbeichlingen ist vollständig im Originalzustand erhalten geblieben und wurde zwischen 1996 und 1999 von der Firma Hartmut Schüssler aus Greiz stilgerecht restauriert. Sie besitzt eine kanzellenlose Kastenlade mit pneumatischer Traktur und 18 Register auf 2 Manualen und Pedal. Im Hauptwerk finden wir Bordun 16 Fuß, Prinzipal, Hohlflöte, Gambe und Gemshorn 8 Fuß, Oktave und Flauto 4 Fuß sowie eine dreifache Mixtur. Das zweite Werk ist mit Geigenprinzipal, Harmonieflöte, lieblich gedackt und Violino 8 Fuß sowie Flauto Dolce und Viola 4 Fuß farbig und nuanciert disponiert. Im Pedal schließlich stehen Subbass und Violon 16 Fuß sowie Oktavbass und Gedacktbass 8 Fuß. Dazu kommen 3 Normalkoppeln, eine Manual-Oktavkoppel sowie 4 feste Kombinationen. Hörten wir auf diesem herrlichen, unverändert erhaltenen Instrument soeben eine Komposition der 1879 in Oppenheim am Rhein geborenen Regerschülerin Johanna Senfter, so mag nun zum Abschluss noch ein Werk einer Komponistin erklingen. Mathilde Kralik wurde 1857 in Linz geboren und war unter anderem Schülerin von Anton Bruckner. 1878 erhielt sie, gemeinsam mit einem anderen Studenten, den ersten Preis bei einem Wettbewerb ihrer Kompositionsklasse am Wiener Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde. Dieser andere Student war Gustav Mahler. Kralik selbst betrachtete nach eigenem Bekunden Bach als ihren hauptsächlichsten Lehrmeister. Mathilde Kraliks nun zu hörende Orgelfuge in C-Moll ist ein Musterbeispiel für ihre formvollendete Verbindung von musikalischer Technik auf der Grundlage des barocken Kontrapunkts mit der damals modernen Tonsprache der Romantik.